Eita, son, how are you doing? Hey Matthäus, wie geht es I'm dir? good, and Mir you? geht es gut und dir? I have no words to describe. Ich habe keine Worte, es zu beschreiben. Heart is so overwhelmed with the goodness of God. Mein Herz ist so That's überwältigt mit good. der Güte Gottes. EPS was exceptional. EPS war außergewöhnlich. So good. So, so Vamos gut. começar, a gente já está entrando. Let's start, people are already coming in. Lasst uns anfangen, die Leute kommen schon dazu. I've had a very, very wonderful week. Ich hatte eine wirklich, wirklich wunderbare Woche. Last week I decided to spend most of the week just in prayer. Letzte Woche habe ich mich dazu entschieden, die meiste Zeit im Gebet zu verbringen. So I spent, I don't know, maybe between 5 and 8 hours a day just in prayer. Und so habe ich etwa 5 bis 8 Stunden am Tag nur im Gebet verbracht. I know I had to align some things in my heart. Ich wusste, dass ich ein paar Dinge in meinem Herzen anpassen musste. And it was so crazy. Und es wurde echt verrückt. That I said to the Lord, I would just like to hide on the mountain and fast and pray and just live there. Dass ich dem Herrn gesagt habe, ich würde mich gern auf dem Berg verstecken und nur fasten und beten und einfach nur dort leben. I'm back. Aber ich bin wieder da. And I'm going to share something that God has been speaking to me personally. Und ich möchte etwas mitteilen, das Gott mir persönlich gesagt hat. God is looking for mature sons and daughters. Gott And sucht this is what I reife was Söhne telling und you, yeah? Töchter. The Lord spoke to me very much from the prodigal, from the story of the prodigal son. Gott hat viel mit mir über den verlorenen Sohn gesprochen. Hey, your sister is here, Matthäus. Hi, Thaisa. Hey, deine Schwester ist hier, Matthäus. Hey, Thaisa. One of my most incredible spiritual daughters that God has given me. Eine meiner wunderbarsten geistlichen Töchter, die Gott mir gegeben hat. But anyhow, you know, the prodigal son, he came to the father and he said, "Give me my inheritance." Okay, der verlorene Sohn kam zu seinem Vater und sagte ihm: Gib mir mein Erbe. And what we don't understand that this was not wrong. Und was wir nicht verstehen, ist, dass das nicht falsch war. If it would have been wrong, the father would have simply said, "No." Wenn das falsch gewesen wäre, hätte der Vater einfach Nein gesagt. But in the Jewish culture, when you were 30 years old, you had a legal right to claim your father's inheritance. Aber in der jüdischen Kultur hattest du mit 30 Jahren das legale Recht auf dein Erbe. You could say, "Father, give me." Du kannst dann sagen, Vater, gib mir. But then, what you were supposed to do, you were supposed to stay in the house in the business of the father and continue to work there. Aber dann wurde verlangt, dass du im Haus und Geschäft des Vaters bleibst, um weiterzuarbeiten. So to take what belonged to him was right. To leave father's business was wrong. Zu nehmen, was ihm gehörte, war richtig. Das Geschäft des Vaters zu verlassen, war falsch. See, how old was Jesus when he left his natural father's business and when he started the ministry? He was 30 years. Schaut, wie alt war Jesus, als er das Geschäft seines natürlichen Vaters verließ, um seinen Dienst zu beginnen? Er war 30. Because he said, "I have to now be in my father's business," because at 30 years old, you literally took your inheritance. Er sagte, ich muss nun im Geschäft meines Vaters sein, denn mit 30 Jahren nahm man tatsächlich sein Erbe. So to the Jewish culture, all of this made sense. In der jüdischen Kultur hat das alles Sinn gemacht. The problem was the immaturity of the younger son. Das Problem war die Unreife des jüngsten Sohnes. His focus was on just one thing, give me. Sein Fokus lag nur auf einer Sache: Gib mir. It's the only thing he cared about. Das war das Einzige, worüber er sich Gedanken gemacht hat. Listen, you people know that I'm passionate about the new covenant. I will never stop preaching it. Hört zu, ihr wisst, dass ich leidenschaftlich bin, wenn es um den neuen Bund geht. Ich werde nie aufhören, das zu predigen. Every day I get testimonies from all over the world, how many lives have been changed, churches are started, people are being saved. I will not stop preaching the new covenant. Jeden Tag bekomme ich Zeugnisse aus der ganzen Welt, wie viele Leben sich verändert haben, Kirchen begonnen wurden, Menschen errettet wurden. Ich werde nicht aufhören, den neuen Bund zu predigen. But one of the things that shows your own heart when you understand the new covenant.
Aber eines der Dinge, die dir dein eigenes Herz zeigen, wenn du den neuen Bund verstehst, ist dein Fokus auf gib mir. Ah, I'm in a new covenant, so now I'm blessed. I can take everything from heaven that belongs to me. Ach, ich bin ja jetzt im neuen Bund. Ich bin gesegnet. Ich kann jetzt alles aus dem Himmel nehmen, das mir gehört. And you will get, because by faith you can access your inheritance. Und das bekommst du auch, denn durch den Glauben kannst du das Erbe ergreifen. But it's a sign of immaturity to put your focus on give me. Jedoch ist es ein Zeichen von Unreife, den Fokus auf gib mir zu legen. If this will be your focus, just what you can get from God, you will probably end up at the pigs like the prodigal son did. Wenn das, was du von Gott bekommen kannst, dein Fokus ist, dann wirst du wahrscheinlich so wie der verlorene Sohn bei den Schweinen landen. You will have everything, but you will have nothing. Du wirst alles und doch nichts haben. Life will be the end. Das Leben wird am Ende sein. Because it's a sign of immaturity. Denn es ist ein Zeichen von Unreife. Look when the prodigal son came back home to the father, what he said. Schaut, als der verlorene Sohn zum Vater zurückkam, was hat er gesagt? He didn't ask the father to give him anything. He didn't ask him for bread, he didn't ask him for food, he didn't ask him for new clothes. Er hat den Vater nicht gebeten, etwas zu geben. Er bat ihn nicht um Brot, nicht um Essen, nicht um neue Kleidung. He said, "Father, make me." Er sagte, Vater, mach mich. Just make me one of your servants. Mach mich einfach zu einem deiner Diener. When the father saw the heart change from give me to make me, the father made him a true mature son. Wisst ihr, als der Vater die Veränderung des Herzens sah, von gib mir zu mach mich, machte der Vater ihn zu einem wahren, reifen Sohn. And then he gave him everything else. Und dann hat er ihm alles andere auch gegeben. The heart attitude give me can get you into a lot of trouble. The heart attitude make me will give you everything and much more. Die Herzenseinstellung gib mir kann dich in viele Schwierigkeiten bringen. Die Herzenseinstellung mach mich wird dir alles geben und noch viel mehr. How many lives are destroyed today because the only thing that cries in their heart, God, give me, give me, give me. Wie viele Leben sind heutzutage zerstört, weil das Einzige, das ihre Herzen rufen, ist, Herr, gib mir, gib mir, gib mir. Give me more prosperity, give me another miracle, give me more power, give me more anointing, give me a ministry, give me, give me, give me. Gib mir mehr Wohlstand, gib mir mehr Wunder, gib mir mehr Macht, gib mir einen Dienst, gib mir, gib mir, gib mir. And yes, the Father will give it to you if you access it by faith. Und ja, der Vater wird es dir geben, wenn du es im Glauben nimmst. I really loved the explanation of Matthäus and the question answer about the free will and the freedom to choose. So beautiful. Ich liebe wirklich die Erklärung von Matthäus zu der Frage über den freien Willen und der Entscheidungsfreiheit in der Frage- und Antwortrunde. Das war so wunderbar. Yesterday at DBS I was so bragging about you, Sam. Good that you were. Gestern bei EPS habe ich so mit dir angegeben, mein Sohn. But you know, I've seen something in Matthäus. I've known Matthäus now. I've known him closely, I mean closely for about 5 years. Aber wisst ihr, ich habe etwas in Matthäus gesehen. Ich kenne ihn nun schon sehr gut seit etwa 5 Jahren. And I've seen a maturity in Matthäus, that heart desire, Lord, make me. Und ich habe eine Reife in Matthäus gesehen, dieses Herzensverlangen, Herr, mach mich. And you know, the Lord said to me, Reinhard, a true mature son will always have the deep heart cry, Lord, make me, make me, make me. Und wisst ihr, der Herr sagte zu mir, Reinhard, ein wirklich reifer Sohn wird immer dieses tiefe Herzensverlangen haben. Herr, mach mich, mach mich, mach mich. So what is your heart's desire in your relationship with God? Was ist dein Herzensverlangen in deiner Beziehung zu Gott? Because your heart will govern your entire life. Denn dein Herz wird dein ganzes Leben beherrschen. If your heart's desire is wonderful for the new covenant, I'm blessed, I'm gonna get, get, get. Wenn dein Herzensverlangen ist, wunderbarer neuer Bund, ich bin gesegnet, ich bekomme, bekomme und bekomme. Your immaturity could destroy you. Deine Unreife könnte dich zerstören. Because the father is going to let you go, he's not gonna stop you. Denn der Vater wird dich gehen lassen, er wird dich nicht aufhalten.
But all the time he's waiting with loving arms. When is he going to come back and say, make me, make me, make me? Aber die ganze Zeit wartet er mit liebenden Armen. Wann kommt er zurück und sagt, mach mich, mach mich, mach mich? Last week, as I knew I had to spend a week in just real heart search and spending time in the presence of God. Letzte Woche, als ich wusste, dass ich eine Woche in intensiver Suche und in der Gegenwart Gottes verbringen musste. And my heart began to cry, Lord, make me more like Jesus. Make me the husband that loves his wife like Christ loves the church. Make me the older brother that is an example of the expression of the love of God. Dann fing mein Herz an zu rufen, Herr, mach mich mehr wie Jesus. Mach mich zu dem Ehemann, der seine Frau liebt, wie Christus die Kirche liebt. Mach mich zu dem älteren Bruder, der ein Beispiel ist für die Liebe Gottes. Listen, I don't want to be known for the faith that I have to take things. I want to be known for the desire I have to be made something. Hör zu, ich will nicht für meinen Glauben bekannt sein, Dinge zu nehmen. Ich möchte für das Verlangen bekannt sein, dass ich zu etwas gemacht werden muss. If I can teach people how to access the wealth of heaven, it will only have an earthly impact on them. If I can teach them how to become something, it will have an eternal impact on their lives. Wenn ich den Leuten beibringen kann, wie man den Reichtum des Himmels nehmen kann, wird es für sie nur eine irdische Bedeutung haben. Wenn ich ihnen beibringen kann, wie man etwas wird, wird es eine ewige Bedeutung für ihr Leben haben. So here's my big question. Hier ist meine große Frage. What heart cry is there inside of you? Is it give me or is it make me? Welcher Herzensschrei ist in dir? Ist es gib mir oder mach mich? Listen, we have a student that graduated from the EPS last year. She's the craziest of all of the students that we have and had and have. Wisst ihr, wir haben eine Schülerin, die letztes Jahr EPS abgeschlossen hat. Sie ist die verrückteste von allen Schülern, die wir je hatten. Is Jennifer and she's only 25 years old. Das ist Jennifer und sie ist erst 25 Jahre alt. And she's pregnant. Und sie ist schwanger. And she was a week overdue on Thursday. Am Donnerstag war sie bereits eine Woche über den Termin. She lives in Curitiba, the EPS is in Sao Paulo. Sie lebt in Curitiba, aber EPS ist in Sao Paulo. Her husband is part of EPS in Sao Paulo. Ihr Mann nimmt an EPS in Sao Paulo teil. On Thursday she sent me a WhatsApp message. Donnerstag hat sie mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt. She said, Reinhard, help me. You're the only one who can maybe help me. Sie schrieb mir, Reinhard, hilf mir, du bist der Einzige, der mir vielleicht helfen kann. My husband and me are fighting. Mein Mann und ich streiten uns. I want him to go to the EPS the weekend, but he refuses to go because he believes the baby will come. Ich will, dass er für das Wochenende an EPS teilnimmt. Er will aber nicht, weil er glaubt, dass das Baby kommen wird. Because it was born naturally. Denn es sollte natürlich geboren werden. In the home, not in the hospital. Zu Hause, nicht im Krankenhaus. Jennifer said, help me, I want him to go. He needs to go, but he refuses to go, so we're fighting. Jennifer sagte, hilf mir, ich will, dass er geht. Er muss gehen, aber er will nicht und deshalb streiten wir. You know, and here is what impacted me. Wisst ihr, Folgendes hat mich beeindruckt. She said, this model will be the model about the heart. It will make him what it needs to be. He needs to go. Sie sagte, dieses Modul wird das Modul über das Herz sein. Es wird ihn zu dem machen, was er sein muss. Er muss gehen. She was willing to give birth home alone without a husband, just so their husband becomes something. Sie war bereit, alleine zu Hause und ohne Ehemann das Kind zu bekommen, nur damit der Ehemann zu etwas werden kann. You know, I was so proud of her and I fully understood her. Wisst ihr, ich war so stolz auf sie und ich hatte vollstes Verständnis für sie. I just can't enter into their marriage and fix their problem. They have to resolve it. And the baby came on Saturday while we at the EPS. Ich kann mich einfach nur nicht in ihre Ehe einmischen und ihre Probleme beheben. Das müssen sie selbst tun. Und das Baby kam am Samstag, während EPS stattfand. But he did stay home because I offered him a solution that he can do the model of the heart a couple of months later. Er blieb zu Hause, denn ich bat ihm an, dass er das Modul über das Herz einen Monat später machen kann. But listen, this is the heart cry that all of us have to have. Jesus, make me look like you, please. Aber hör zu, das ist der Herzensschrei, den wir alle haben sollten. Jesus, hilf, dass ich so bin wie du, bitte. Let people hang out with me for a day and say,
It feels like I've just spent a day with Jesus. That has to be the cry of our hearts. Wenn Leute einen Tag mit mir verbringen, sollen sie sagen können, es hat sich angefühlt, als wenn ich einen Tag mit Jesus verbracht hätte. Das muss unser Herzensschrei sein. You know, if our deepest desire is to become something, all the stuff of heaven will just show up in our life anyhow. Wisst ihr, wenn unser tiefstes Verlangen ist, etwas zu werden, dann wird alles aus dem Himmel in unserem Leben sowieso auftauchen. Sometimes I wonder what our Father in heaven feels like, but most of his children are only concerned about give me, and very few are crying from their hearts make me. Manchmal wundere ich mich, was unser Vater im Himmel fühlt, weil die meisten seiner Kinder nur daran interessiert sind, was sie haben können, und nur wenige aus ihrem Herzen rufen, mach mich. Lord, make me the person who loves more than anybody else. Herr, mach mich zu der Person, die mehr liebt als jeder andere. Lord, make me the person that shows your goodness to this world. Herr, mach mich zu der Person, die der Welt deine Güte zeigt. You know, last week I've been thinking so much about how the church has presented God. We've done such a bad job. Wisst ihr, die letzte Woche habe ich viel darüber nachgedacht, wie die Kirche Gott repräsentiert hat. Darin haben wir wirklich schlechte Arbeit geleistet. We've represented God not the way he is. Wir haben Gott nicht so repräsentiert, wie er wirklich ist. Because we've been immature sons. Denn wir sind unreife Söhne. All we want is just to get, get, get. Alles, was uns interessiert, ist, gib mir, gib mir, gib mir. What do you think when Jesus is coming back, all the stuff, you think it's going to have any value? Glaubt ihr wirklich, dass all das einen Wert haben wird, wenn Jesus wiederkommt? Of course not. Natürlich nicht. Listen, don't misunderstand me. Hört mal, versteht mich nicht falsch. I by no means have ever even a thought in my mind that God loves poverty. That's not the issue. Niemals habe ich auch nur einen Gedanken in meinem Kopf, dass Gott Armut liebt. Das ist nicht das Problem. Because poverty is evil. It's diabolical. It has nothing to do with God. Armut ist böse, es ist teuflisch, es hat nichts mit Gott zu tun. It's all about our hearts. Es geht nur um unsere Herzen. If our heart begins to cry, Lord, I want to be a really mature son, we're going to represent God very well to this broken world. Wenn unsere Herzen anfangen zu rufen, Herr, ich will ein reifer Sohn sein, dann werden wir dieser zerbrochenen Welt Gott sehr gut repräsentieren. I have such a clear understanding in my heart that there is a harvest at our doorsteps that is not going to be brought in by the immature sons. Ich habe ein wirklich klares Verständnis darüber in meinem Herzen, dass eine Ernte an der Türschwelle steht, die nicht von den unreifen Söhnen eingebracht werden wird. The sons that only shout all day long, give me, give me, give me, the finished work of the cross, gives me, gives me, gives me. Die Söhne, die den ganzen Tag, gib mir, gib mir, gib mir rufen, das vollbrachte Werk des Kreuzes, gib mir, gib mir, gib mir. They're going to have, but they are not going to bring in the last harvest. Sie werden haben. Sie werden aber nicht die letzte Ernte einbringen. The last harvest is going to be brought in by the mature sons who just look like Jesus. Die letzte Ernte wird von den reifen Söhnen eingebracht werden, die einfach nur wie Jesus aussehen. Because they're going to show the Father how he really is. They're going to be just like Jesus said. Denn sie werden zeigen, wie der Vater wirklich ist. Sie werden genauso sein, wie Jesus sagte. Jesus said, you see me, you've seen the Father. Er sagte, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. And if Jesus said to his disciples in John 15, verse 9, Jesus sagte in Johannes 15, Vers 9 zu seinen Jüngern, as the Father has loved me, so I have loved you. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. And then he says in the same context, in the same chapter, he says this. Und dann sagt er im selben Kontext, im selben Kapitel, you have not chosen me, I have chosen you, so that you will bring much fruit. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr viel Frucht bringt. He said to his disciples, just as the Father has sent me, in the same way I'm now sending you. Er sagte zu seinen Jüngern, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. How did the Father send Jesus? Wie hat der Vater Jesus gesandt? He sent Jesus to represent the Father well. Er hat Jesus gesandt, um den Vater gut zu repräsentieren.
So if Jesus could say, if you've seen me, you've seen the Father, and we are his sons, sent just like he was sent. Wenn also Jesus sagen konnte, wenn du mich siehst, hast du den Vater gesehen, und wir seine Söhne, und genauso wie er gesandt sind. We have to be able to say, you want to see Jesus? Look at me. Dann müssen wir sagen können, du willst Jesus sehen? Dann schau mich an. But this can only happen if our heart cry becomes, make me, make me, make me. Aber das kann nicht geschehen, wenn unser Herzensschrei nicht, mach mich, mach mich, mach mich wird. You know, this has been such a hard cry for me the last 7 days, you have no idea. Wisst ihr, das ist in den letzten 7 Tagen solch ein Herzensschrei geworden, das könnt ihr euch nicht vorstellen. And I see how all over the world God is putting the same heart cry into the hearts of the people. Und ich kann sehen, wie der Herr auf der ganzen Welt diesen Schrei in die Herzen der Menschen legt. So what is inside of your heart? Give me or make me? Was ist also in deinem Herzen? Gib mir oder mach mich? You want to be known for what you have? You want to be known for who you are? Willst du dafür bekannt sein, was du hast, oder dafür, wer du bist? If you want to really become rather than just get, you know what's going to happen? Wenn du wirklich werden willst, anstatt nur zu bekommen, weißt du, was dann passieren wird? You will not be yielding to the pressure of man anymore. You will only surrender to the one above. Du wirst nicht mehr dem Druck der Menschen nachgeben, sondern dich nur dem einen hingeben. You will live in a peace that you've never known before. Du wirst in einem Frieden leben, den du vorher noch nie gekannt hast. Suddenly, when all the pressure comes, it doesn't bother you whatsoever. Und wenn plötzlich der Druck kommt, wird es dir nichts mehr ausmachen. Yesterday in my devotional time, I was reading Luke chapter 6. Gestern habe ich in meiner Andachtszeit Johannes 6 gelesen. And the verse 15 gripped me. Und Vers 15 hat mich ergriffen. It says this. Da steht Folgendes. Jesus has just done a lot of miracles, healed the multitudes. Jesus hat gerade viele Wunder getan und viele Menschen geheilt. Then he is fed with fish and bread also about 5000 people. Und dann hat er mit Fisch und Brot etwa 5000 Leute gespeist. And people were so impacted by the miracle that Jesus did. Und die Menschen waren so berührt von den Wundern, die Jesus tat. They wanted to make Jesus king by force. Sie wollten Jesus gewaltsam zum König machen. So suddenly they wanted to give Jesus a position. Plötzlich wollten sie Jesus eine Position geben. But the heart of Jesus was not give me position, give me. Aber in Jesu Herz gab es kein Gib mir oder Gib mir eine Position. So the Bible says, when they tried to make him king by force, he left on a mountain by himself. Die Bibel sagt, als sie versuchten, ihn gewaltsam zum König zu machen, entwich er alleine auf den Berg. And the Lord spoke to my heart. Da sprach der Herr zu meinem Herzen. He said, Reinhard, it will truly be evidence that your heart's cry is make me and not give me. Er sagte, Reinhard, es wird ein wahrer Beweis sein, dass dein Herzensschrei mach mich und nicht gib mir ist. That when my power flows through you and lives are deeply impacted, wenn meine Kraft durch dich fließt und Leben tief berührt werden, and they want to give you a position, they want to applaud you, they want to make you the great guy. Und sie dir dann eine Position geben, dir applaudieren und dich zu dem tollen Typen machen wollen. That's when you need to leave the crowd and go to the mountain alone with me. Und du dann die Menge verlässt, um alleine mit mir auf den Berg zu gehen. Listen, people. Hört zu, Leute. Jesus' heart was not give me, but make me. Jesu Herz war nicht gib mir, sondern mach mich. He wanted to be the obedient son that represents the Father well on earth. Er wollte der gehorsame Sohn sein, der den Vater auf der Erde gut repräsentiert. That's why he didn't need position. He said, I've come to serve, not to be served. Deshalb brauchte er keine Position. Er sagte, er kam, um zu dienen, nicht um gedient zu werden. He didn't need the applause of men. He withdrew when they tried to applaud him. Er brauchte den Applaus der Menschen nicht. Dann zog er sich zurück. The only thing in his heart was, Father, I want to be what you want me to be. Das einzige in seinem Herzen war, Vater, ich möchte sein, wer du möchtest, der ich bin.
Listen, there is a deep, deep cry in the heart that all over the world there could rise up a bride of Jesus that cried, make me, make me, make me. Hört, da ist ein sehr tiefer Herzensschrei, dass auf der ganzen Welt die Braut Jesu aufsteht. Die ruft, mach mich, mach mich, mach mich. And this bride is going to be so pure because it's been made into the true bride of Jesus. They will go and bring in the harvest. Und diese Braut wird so rein sein, denn sie wurde zur wahren Braut Jesu gemacht. Sie werden die Ernte einbringen. And this bride will have the resources of the kingdom, but the resources of the kingdom will not have the bride. Und diese Braut wird die Ressourcen des Königreichs haben, aber die Ressourcen des Königreichs werden nicht die Braut haben. So, what are you discovering in your own heart? Was entdeckst du also in deinem eigenen Herzen? What are you crying for? Nach was schreist du? What do you want God to make you or to give you? Was möchtest du von Gott, dass er dir gibt oder dich zu etwas macht? I would like Matthäus to share a little bit about this same subject. He had no idea what we were talking about. Ich möchte, dass Matthäus ein bisschen über dieses Thema erzählt. Er weiß nichts davon. I did not tell him what I'm going to share. Ich habe ihm nicht erzählt, was ich heute mitteile. But I want him to share a little bit. Aber ich möchte, dass er auch etwas erzählt. Because Matthäus is one of those mature sons whose heart cry, Lord, make me. Denn Matthäus ist einer der reifen Söhne, dessen Herz schreit, Herr, mach mich. So Matthäus, feel completely free. Matthäus, fühl dich völlig frei. Danke. Ich habe mit einem sehr engen Freund von mir eine Andacht gehabt. I've done a devotional with a very, very close friend of mine. Und wir kamen zu Philippa Kapitel 3. And we have come to Philippians chapter 3. Jeder kennt den Anfang dieses Kapitels, wo Paulus sagt, ich achte es für Dreck, damit ich Jesus Christus gewinne. And I know everybody knows the beginning of the scripture when Paul says, I count everything is rubbish for the knowledge of Christ. Es ist sehr gut, dass Christen das kennen und über diese Wahrheit meditieren. It is very good that the Christians know this and they meditate on this truth. Aber ich denke, dass es interessant ist, dass nur wenige Christen das Ende dieses Kapitels kennen. But I think it's interesting that very few people know the end of this chapter. Am Ende dieses Kapitels schreibt Paulus der Gemeinde unter Tränen. And in the end of this, in the end of this chapter Paul is writing to the church in tears. Und er sagt in Vers 18, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. And he says in verse 18, for many walk of whom I have told you often and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Es ist wirklich interessant, denn Paulus sagt hier, dass es ein Verhalten gibt, das wir leben, das uns zu Feinden des Kreuzes machen. It's really interesting because Paul says here there is a behavior in a way that we live that actually makes us the enemies of the cross. Er redet über Christen. And he's talking about Christians. Dieser Lebenswandel der Christen. There is style in the light in Christians. Macht sie zu Feinden des Kreuzes. That makes Christians into enemies of the cross. Und dann fährt er in Vers 19 fort, dass diese Menschen ihren Bauch zu ihrem Gott machen. And then he continues from verse 19 on that these people make their belly their god. Sie sind auf Dinge stolz, die peinlich sein sollten. They are proud of things that should be embarrassing. Und sie haben ihre Gesinnung nur auf Irdisches gesetzt. And they have their minds returned only to earthly things. Und ich möchte über diese Realität sprechen. And I want to share with you about this reality. Es gibt eine Art und Weise, wie wir heute leben können, die uns zu Feinden des Kreuzes machen. There is a way that we can live here today, which makes us enemies of the cross. Ich möchte, dass ihr versteht, Christen, die an Jesus glauben, können zu Feinden des Kreuzes werden. I want you to understand, Christians who believe in Jesus can become enemies of the cross. Wie werden wir zu diesen Feinden? How do we turn ourselves into these enemies? Erstens, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse stillen. First, when we will be satisfied in our own needs.
Ich erfülle, was ich möchte. Ich gehe meinem Willen nach. Ich werde zur Essenz meiner Existenz. Wenn ich meinen Bauch, meine Verlangen zu meinem Zentrum mache, dann mache ich mich zum Feind des Kreuzes. When I make my belly, my desires, my center, then I make myself an enemy of the cross. Das ist der erste Aspekt, wie wir zu Feinden werden. That's the first aspect, how we turn enemies to the cross. Der zweite Aspekt ist, dass wir auf Dinge stolz sind, die in Wirklichkeit beschämend sind. The second aspect is they are proud of things that in reality should be shameful. Ich habe mit einem Freund von mir gesprochen, was diese Dinge sind, die beschämend oder peinlich sind. I was talking to this friend of mine. What are the things that are shameful or embarrassing? Eines der Dinge, die ich meinem Freund erzählt habe, dass sie stolz auf Dinge geworden sind, die keinen Wert haben. One of the things that I've shared with my friend that they've become proud of things that had no value. Gute und legitime Dinge, aber sie haben keinen echten Wert. Good and legitimate things, but they have no real value. Menschen geben Dingen Wert, die in Wahrheit vergänglich sind. When people put value on things that in reality they are passing things, you know, they're just things that just go by, the futile things. Es gibt Menschen, die geben dem neu gekauften Auto Wert, dem neuen Haus, dem neuen Job. There are people who put their value on the new car he just bought, the new house he got, the new business, the job he just got, and everything he's conquered. Wir geben Dingen Wert, der nicht einmal Sinn macht. Paulus sagt, sie werden stolz sein auf Dinge, die in Wahrheit beschämend sind. So Paul said they're actually going to be proud of things that are really shameful. Sie sind nicht mehr stolz darauf, wie sie lieben und wie sie Christus ausdrücken. Das sind die Dinge, auf die Christen stolz sein sollten. They're not proud anymore in how they love and how they express Christ. These are the things that Christians should be proud of. Der dritte Aspekt, wie man ein Feind des Kreuzes wird, and the third aspect, how they become enemies of the cross, ist ihre Gesinnung, die nur auf Irdisches gesetzt ist. That their mind is only focused on the things that are earthly. Sie denken nicht an die Ewigkeit. Sie geben ewigen Dingen keinen Wert mehr. So they don't think anymore about eternity. They don't give any value anymore about eternal things. Alles dreht sich um diese Erde, was wir auf dieser Erde erreichen können, was wir auf dieser Erde erleben können. Everything is about this earth, what we can conquer on this earth, what we can live on this earth. Ich möchte euch diese Überlegung weitergeben. I want to leave this reflection with you. Wir müssen Christen werden, die sich nicht in den Feind des Kreuzes verwandeln. We must become Christians that don't transform into enemies of the cross. Wir dienen dem einzigen Gott. We are going to serve the only God. Und wir machen nicht unsere Verlangen zu unserem Gott. And we are not going to make our desires our God. Zweitens wollen wir nicht mit Dingen angeben, die vergänglich sind. The second thing, we are not going to boast in things that are passing things. Und drittens, lasst uns unsere Gedanken auf die Ewigkeit gerichtet haben. And thirdly, let's keep our mind on eternity. Denn Paulus beendet sein Kapitel und sagt, lasst uns unsere Gesinnung auf den Himmel richten, von woher wir sehnsüchtig den Herrn Jesus Christus erwarten. As Paul finishes his chapter, he says, let's put our mind on heaven, for where we anxiously expect the coming of our Lord Jesus Christ. Listen, guys, I saw some of the people comment here that Matthäus is a great teacher. He's got a great ability to teach the word of God. Hört mal, Leute, ich habe ein paar der Leute kommentieren gesehen, dass Matthäus ein großartiger Lehrer ist. Er hat eine hervorragende Fähigkeit, das Wort Gottes zu lehren. He does. Das hat er. But that's not the important issue. Aber das ist kein wichtiger Punkt. The important issue is Matthäus is a mature son of God that has a desire to live for heaven. Der wichtige Punkt ist, dass Matthäus ein reifer Sohn Gottes ist, der das Verlangen hat, nach dem himmlischen Glauben zu leben. I'm not proud of Matthäus because of his ability. I'm proud of Matthäus of who he is in God. Ich bin nicht stolz auf Matthäus wegen seiner Fähigkeit. Ich bin stolz auf ihn wegen dem, was er in Gott ist. Listen, people, I've decided to make our devotional
shorter, like no more than 45 minutes, and I'll tell you why. Hört mal, Leute, ich habe mich entschieden, unsere Andachten kürzer zu halten, nicht länger als 45 Minuten, und ich sage euch warum. Not because of me and my time, I have time. Nicht wegen mir und meiner Zeit, ich habe Zeit. But I realize that there are people that are watching it after, when you know, during the day, and an hour is a long time to watch. 45 minutes is easy for people to watch. Aber ich habe gemerkt, dass einige nachträglich über den Tag schauen und dann ist eine Stunde sehr lang. 45 Minuten sind einfacher zu schauen. So I decided that we're going to do 45 minutes from now on at the maximum. Daher habe ich entschieden, dass wir von nun an höchstens 45 Minuten machen werden. Let me pray. Lasst mich beten. Holy Spirit, if you don't speak through our mouths, our words are completely worthless and empty. Heiliger Geist, wenn du nicht durch unseren Mund sprichst, sind unsere Worte völlig wertlos und leer. So we pray that you will take these words and you will cut to the hearts of the people who watch it. Wir beten, dass du diese Worte nimmst und damit durch die Herzen der Menschen schneidest, die das hier schauen. Your word is a sword, your word is a light, and you are a consuming fire. Dein Wort ist ein Schwert, dein Wort ist ein Licht und du bist ein verzehrendes Feuer. So will you bring light to the hearts of the people who watch this? Bitte bring Licht in die Herzen der Menschen, die das schauen. And show where their heart has only been give me and bring it to make me. Und zeige, wo ihre Herzen nur gib mir gerufen haben und verwandle es in ein mach mich. Let your sword, let your word pierce the hearts of people. Lass dein Schwert, dein Wort, die Herzen der Menschen durchbohren. Die Wahrheit, Spirit and Soul. Trenne Geist und Seele. Let the fire consume every selfish cry, give me, and let the true, pure heart cry make me appear. Lass dein Feuer jeden egoistischen Gib mir Schrei verzehren und lass den wahren Herzensschrei Mach mich entstehen. For this we trust the Holy Spirit because it's the desire of Jesus himself. Damit vertrauen wir dir, Heiliger Geist, denn es ist das Verlangen von Jesus selbst. Thank you. Danke. Guys, tomorrow morning Daniel will be back. Leute, morgen früh ist Daniel wieder da. Whenever I'm able, I will do Monday through Thursday, Monday and Thursday Matthäus, Tuesday, Wednesday Daniel. Wann immer es mir möglich ist, werde ich von Montag bis Donnerstag machen. Montag und Donnerstag mit Matthäus und Dienstag und Mittwoch mit Daniel. Next week, I'm not sure if I can do one because I have to go to PAO where we're going to build orphanage, daycare center. We're going to build a lot of stuff in PAO for Brazilian Kids Care. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche klappt, denn ich werde nach Biarul gehen, wo wir ein Waisenhaus und einen Kindergarten bauen werden. Wir werden dort viel bauen für Brasilien Kids Care. It's one of the poorest states in Brazil and we just got 15,000 square meters of land. Es ist einer der ärmsten Staaten Brasiliens. Wir haben gerade 15.000 Quadratmeter Land bekommen. So Debbie and I have to go there and we're going there for a few days, so I will let you guys know. Debbie und ich werden für ein paar Tage dort sein, aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Aber diese Woche werden wir Dienstag, Mittwoch und Donnerstag live sein. Love you so much, son. Ich liebe dich so sehr, Sohn. Ich liebe dich auch, Dad. Big hug to Bella. Gib Bella eine große Umarmung. Das werde ich. Dicken Kuss an Debbie. Thank you. She's not here. She's not home. Sie ist nicht hier. Oh, she's not home. No. Okay. She's in here. I'll send her a message. Isn't he afraid that she'll be home Wednesday morning? Mittwochmorgen wird sie wieder da sein. See you guys. Bis bald, Leute. A gente se vê, gente. Ciao, ciao. Ciao.